Das ist sie, die M-Bahn. Sie ist keine Straßenbahn und auch keine S-Bahn, sondern ein ganz neues Verkehrssystem. Was die M-Bahn von anderen Bahnen unterscheidet, sind das magnetische Tragen und der Antrieb des Fahrzeugs von der Strecke her. Das führte zur Entwicklung neuer Fahrzeuge und Fahrwege. M-Bahn, das ist die Abkürzung für Magnetbahn und die Bezeichnung für das gesamte System. Diese Neuentwicklung wird gefördert vom Bundesminister für Forschung und Technologie. Blick auf die Strecke. Hier ist sie aufgeständert. Auffallend ist die Form des Fahrwegs. Sie wird bestimmt durch die beiden wesentlichen Merkmale der M-Bahn. Erstens, das Fahrzeug wird von Dauermagneten getragen, anstelle von schweren Rädern und Drehgestellen. Zweitens, das Fahrzeug hat keinen Motor im üblichen Sinn, weil der Antrieb in die Strecke verlegt wurde. Sie bilden zusammen mit den Dauermagneten am Fahrzeug einen Linearmotor. Beim Einschalten des Drehstroms entsteht ein elektromagnetisches Wanderfeld. Abstandsrollen sorgen dafür, dass sich die Dauermagnete nicht an den Eisenpaketen festsetzen. Diese neue Trag- und Antriebstechnik der M-Bahn ermöglicht sehr leichte Fahrzeuge. Dadurch wird die Antriebsenergie, verglichen mit herkömmlichen Systemen, bis zu 50% reduziert. Natürlich kann die M-Bahn auch als Untergrundbahn fahren. Der gesamte Fahrbetrieb wird in der Leitstelle auf einem Schaubild beobachtet. Fernsehkameras überwachen die Haltestellen und übertragen die Bilder auf Monitore. Die Leitstelle hat stets einen Überblick über alles, was sich auf den Haltestellen abspielt. Zu den Sicherheitseinrichtungen gehört auch, dass zu jedem Fahrzeug und zu den Haltestellen Sprechfunkverbindung besteht. Sie ist ein fester Bestandteil des M-Bahn-Systems und eine der Voraussetzungen für den automatisierten Betrieb. Sicherheit ist oberstes Gebot. Bei Tage und bei Nacht. Eine wichtige Aufgabe der M-Bahn wird darin bestehen, vorhandene Nahverkehrsnetze zu ergänzen. Station einer U-Bahn-Linie. Für viele ist die Fahrt hier zu Ende. Andere aber fahren von der gegenüberliegenden Bahnsteigseite mit der M-Bahn weiter. Gefördert von Bund und Senat wird in Berlin die erste Magnetbahnanlage für den öffentlichen Personenverkehr gebaut. Bei der Grundsteinlegung im Bahnhof Gleisdreieck am 16.06.1983 sagte der Bundesminister für Forschung und Technologie zur Aufgabe dieses Vorhabens: Eine anwendungsnahe Erprobung unter schwierigen Bedingungen, eine Integration in ein weiter gespanntes Verkehrssystem, die Erprobung ihrer möglichen und notwendigen Kompatibilität und dies alles so, dass dies für künftige Interessenten anschaubar, anfassbar und wie ich zuversichtlich hoffe, überzeugend sein wird. Die Arbeiten werden in zwei Baustufen durchgeführt. Vom U-Bahnhof Gleisdreieck aus verläuft eine etwa 1,6 Kilometer lange Strecke über den Zwischenbahnhof Bernburger Straße bis zum Endbahnhof Kemperplatz im neuen Kulturviertel am südöstlichen Rand des Tiergartens. 1987 nehmen dann M-Bahn-Züge bestehend aus je zwei Wagen den Fahrbetrieb zum Kemperplatz auf.